So, und da sind wir wieder bei unserem netten kleinen Let's Play Asterix und Obelix XXL Part 31, glaube ich, ist das jetzt. Vollfälle. Ja, werden wir schon wieder von dieser komischen Stahlkugel hier verfolgt, die uns ja das letzte Mal so oft das Leben gekostet hat, dass ich einfach keine Lust mehr hatte. Um genau zu sein, ein einziges Mal. Den Rest wisst ihr ja selbst, was da passiert ist. Eventuell bin ich jetzt etwas lauter zu hören, sogar noch im Verhältnis zum Spielsound. Denn ich habe mir da jetzt so einen kleinen Turm nebenher aufgebaut. Direkt vor meinem Mund. Rein aus Spielen. Den Lautsprecher habe ich jetzt südlich, also so ziemlich südlich des Dings positioniert. Nein, 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 nein. Schnell. Ah, geschafft. Ja, ich habe mir da jetzt aus lauter Spielen, die ich bei mir zu Hause aufgesammelt habe, einen Stapel vor meiner Tastatur aufgebaut. Ich glaube, 2x6 Spiele sind es. Auf den Stapel habe ich jetzt, also auf diese zwei Stapel habe ich jetzt das Mikro gestellt und den Lautsprecher direkt davor unten drunter. Was bedeutet, ich müsste jetzt eigentlich im Verhältnis zum Spiel lauter zu hören sein, weil eben das Mikro jetzt momentan näher am Mund ist, wie es vorher war. Ja, euch fällt wahrscheinlich auf, dass da jetzt einige Parallelen drin sind, vom letzten Part abgesehen. Ich weiß auch nicht, wie es momentan mit der Helmzahl aussieht. Es könnte sein, dass die Helmzahl jetzt nicht genau damit übereinstimmt, wie ich es gestern aufgehört habe. Tut mir auch schrecklich leid, wenn das so ist, aber wisst ihr ja selbst, ich hab's ja abgebrochen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, da ständig in die Lava reinzufallen oder umgebracht zu werden. Und dann habe ich mir einfach gesagt, nee, Gerhard, das gibt's ja dann nicht mehr. Und deswegen bin ich jetzt erst hier, um genau zu sein. Also praktisch könnt ihr die ersten 5 Minuten überspringen, die ich jetzt hier aufgenommen habe. Ach du Scheiße, ich hab schon wieder vergessen, auf die Stoppuhr zu gucken. Naja, muss ich halt wieder mal ein bisschen mehr schneiden und etwas mehr darauf aufpassen, dass die Verschnittspur da jetzt nicht doppelt vorkommt in einem Video, das wäre nämlich absolut beschissen. Na, 2 Stück, da sind sie. Einer noch. Da, bratata. Warte mal, wo muss ich hin? In der Fackel, da muss ich wahrscheinlich hier hin. Da rückwärts. So, jetzt nehme ich sie mal. Und dann fackeln wir einfach mal da vorne an. Bin ich mal gespannt, wie es wird, ob es überhaupt geht. Ah ja, da oben war ja der Wind. Stimmt. Kann ich mich noch genau dran erinnern. Stimmt, genau. So. Kurz mal gucken. Ah ja, okay, ich muss hier hoch, also. Wie ist denn das? Habe ich da irgendwie drüber, bevor ich den... Das könnte ich natürlich mal ausprobieren. Mal sehen. Nein! Was zur Hölle? Oh, fuck. Einmal versprungen und schon wieder fange ich da an. Das wird lustig, ey. Oh, kommt schon, Leute. Schon wieder komplett vergessen, wie lange ich jetzt eigentlich schon aufnehme, Mensch.
Ich war einfach. Ich weiß gar nicht, wo ich hin. So in 4 Minuten mache ich mal einen Schnitt. Dann tue ich mal. Ah, böse Römer, böse Römer. So, es geht doch. Wir sehen da jetzt gar nichts zum dritten Mal. Tut mir echt leid, Leute. Oh Mann. Ich fühle mich gerade wie bei schwingender Roboter, dass ich da überhaupt nicht mehr vorankomme. Könnt ihr ein bisschen mitfühlen mit mir? Komm schon. Bitte bloß ein bisschen Heilung, Mensch. Wenn ich da jetzt wüsste, ob man da hinten irgendwie ein bisschen schneller vorankommt, dann ist mein Problem eigentlich schon gelöst. Na los, auf Wirbelsturm, jetzt hör schon auf. Zu wehen. Hört er überhaupt mal auf? Okay, probieren geht über Studieren. Ich komme wahrscheinlich da gar nicht anders dazu. Ah, ja, das alte Lied. Drei Römer. Mit einem Leben, das zum Kotzen aussieht. Mache ich das? Am besten mache ich das nur so. Weil wenn ich das jetzt anders anfange, dann bin ich schneller tot, wie ich gucken kann. Ich zögert sich jetzt raus etwas zeitlich, aber kann nichts machen. Liegt nicht in meiner Macht. Nein, Chef. Nein, 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 nein. Okay, Leute, ich mach kurz einen Schnitt und dann geht's gleich hier weiter wieder. Bis dann. Ciao.